Und damit herzlich willkommen zurück zu Space Engineers. Muffys erster Undock-Versuch. Mal gucken, wie es klappt. Ah, noch ein Stück. Du müsstest noch ein kleines Stück von dir aus nach links. Also fahr mal ein kleines Stück vor. Nee, noch. Nee, 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 nee. Fahr mal weiter vor und lenk mal gleichzeitig nach links. Vor, vorne und links lenken. So, genau. Jetzt kommst du mal lang. Ja, jetzt hast du wieder zu weit rechts gelenkt. Rechts. Rückwärts vorne und rechts lenken. Ah, jetzt ist es. Komm. Brems. Jetzt langsam. Ja, du musst ein bisschen lenken dabei. Dir ist es abschüssig, Muffy. Ja, ist beschissen. Na komm, ich hab's auch hingekriegt. Jetzt stell dich so an. Los jetzt. Ja, komm zurück. Weiter. Fahr doch mal weiter. Hallo, fahr doch mal weiter. Los jetzt. Hopp. Komm ein Stück noch. Ja, jetzt ran an das Ding. Los. Hopp, ein Stück noch. Mal wie ein Stück. Jetzt. Drück die Taste. Sechs. Welches? Sechs. Meine Fresse, Alter. Wie stellst du dich denn an? Oh, so, jetzt ist. Ja, und total schief. Komm mal hoch, bitte. Fällt dir was auf? Ja, ist schief. Ja. Naja, gut. Okay. Ist dein Rover, nicht meiner. So. Oh Mann, ey. Wieso sind ja manche Solarpanel gelb? Achso, das sind deine vom Rover. So, Rover wird eingezogen. Juhu! Yeah, baby. So, und dann würde ich sagen, wir machen uns mal auf den Weg an den See. Ja. Aber vorher gibt es mal eine ganz kurze Unterbrechung. Ich muss mal kurz noch was mit Muffy bequatschen eben. Jo. Also, bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder. So, dann erzähl doch mal gerade, was du mir erzählt hast, wie sich mein Mining-Chip fliegen lassen hat. Also, ja, es hat sich gut fliegen lassen. Da ist übrigens das Loch, was ich gemacht habe. Wo denn? Ach, du hast hier gemeinert. Ach so. Ja. Okay. Na, was denkst du? Müssen noch ein paar Düsen dran, wenn es voll ist? Oder wenn es voll leer ist? Oder reicht das so? Naja, also... abgesehen davon, dass wenn du jetzt nicht gerade bist, das Ding nach und du neigst dich so auf der linken Seite zum Beispiel, dann kippt das Ding irgendwie so, ne, zur Seite. Also du meinst jetzt irgendwie beim Andocken oder was? Nee, normal, wenn du fliegst. Was, das kippt? Ja, das kippt und hält das Gewicht nicht aus. Also es müssten noch ein paar Thruster dran. Jetzt nur nach unten oder jegliche Richtung? In jeglicher Richtung dasselbe auf jeden Fall. Okay. Kann auch sein, dass die Dämpfer es nicht an waren. Ich weiß es nicht. Nee, die Dämpfer kannst du nicht ausmachen, weil sonst wärst du abgeschmiert. Sonst hättest du auf dem Boden gesessen. Naja, gut, okay. Es sind jetzt 8 nach unten. Ja gut, ich könnte tatsächlich... Also links, rechts könnte ich mir vorstellen, dass das zu wenig ist. Vor und zurück eher weniger. Na gut, okay, vor und zurück könnten vielleicht... Naja, doch, links und rechts könnten vielleicht auch nochmal zwei hier dran. Also jeweils einen nochmal. Aber ich frage es bloß wo. Na gut, einen hier so dran. Und den anderen auf die andere, bloß nach außen halt. Stimmt, das könnte man oben machen. Aber nach oben noch mehr, echt? Das ist ja Wahnsinn. Ja. Naja, gut, okay, Planeten ist immer scheiße. So, aber ich würde vorschlagen, wir fahren jetzt mal. Wir wollten ja zum Eisen fahren eigentlich, oder? Ja. Nehmen wir jetzt deine oder meine Eisenquelle? Ist das hier Eisen? Naja. Was, wo denn? Wo bist denn du? Mein Loch, wo ich gebuddelt habe. Nein, hier vorne gibt es kein Eisen, Muffy. Nicht? Sonst hätte ich es gefunden. Die nächste Eisenquelle, die ich gefunden habe, ist 5,56 Kilometer weg. Das ist die nächste. Das ist Eisen. Bist du sicher? Ja. Au. So,
du jetzt echt durch Zufall Eisen gefunden hier, oder was? Hier. Ja, das ist aber ein Meteor, du Nase. Das war ein Meteorit. Das ist bald wieder vorbei. Ja, das ist ein Meteorit gewesen. Ach so. Ja, ich wollte gerade sagen, mir hat der Bohrer hier kein Eisen angezeigt. Da wäre ich ja total blind gewesen. Ich habe schon an mir selber gezweifelt. Na, wie weit ist denn dein Eisenpunkt weg, den wir zum Anfang gefunden hatten? Wie weit ist denn der weg? Warte, ich gucke. So. Nickel, Kobalt und Eisen. 3,87 Kilometer. Ja, ist da Eis in der Nähe? Nein, ich denke ja. Na gut, stimmt, es war ja auf dem Weg überall eisig. Na gut, dann würde ich sagen, bauen wir dir noch einen Sitz oder wie wollen wir es machen? Denkt ihr, bauen wir einen Sitz? Nein. Du kannst doch gerne mit deiner Kröte fahren, wenn du das willst. Ja. Oder Nee, machen wir hier. Was warte mal, soll du sie? müsstest. Oder warte mal, bleib einfach mal stehen. Vielleicht kannst du ja sogar stehen bleiben. Na, ich will den Sitz. Was geht? Weil du könntest ja nebenbei vielleicht sogar noch was craften. Das geht? Also was basteln. Achso, du müsstest mir aber mal deinen Eisenpunkt scheren. Na, fahr. Ach so, ja, ich mach das nebenbei. Muss jetzt aber hinten auf deine Kröte mit aufpassen. Werden die beleuchten sollen. Wow, und da war der Baum weg. Entschuldigung. Das Teil ist zu groß, ich hab das erst neu. Oh, sehr geil. Okay. So, ich guck mal kurz nicht auf die Straße. Also, Inventar, GPS. Iron, Nickel, Kobalt. Ach, das ist ja ein geiler Punkt. Vorsicht, Baum. Ja. Wenn was kaputt geht, sag's Bescheid. Wie war denn das jetzt? Copy to Clipboard? Nee. Ah nee, Quatsch, ich muss den ja bloß anmachen, Ja. oder? Show on HUD. Genau. So, ach dort. Okay. So, also wenn wir das Teil bewegen, haben wir 3 Stunden Strom. Das ist geil. Alle. Wir sind die Panzergrenadiere, wir machen alles platt. Wow. Oh, aber an der Lenkung müssen wir noch arbeiten. Also ich habe, naja, wir haben keine Gyros drin, oder? Aber du siehst aus wie eine Kühlerfigur da Wir vorne. haben keine Gyros drin, oder? Kann sein. Brauchen wir doch nicht. Naja. Oh, ich habe schon wieder einen Baum gefällt. Wow, Sag mal. okay. Ja, das ging jetzt nicht anders. Also, ich passe sonst nicht durch. Das habe ich aber angemeldet. Keiner hat mir Platz gemacht. Kranke Scheiße. Oh. Ups, Entschuldigung, habe ich nicht gesehen. Verzeihung. Bam. Sie haben eine Abrissbirne bestellt? Birne. Das wird ja War immer der das Bisschen. wird ja immer schlimmer hier mit den Bäumen. Immer dieses Unkraut hier. Ist ja furchtbar. Ich crafte mir meinen Sitz hier. Warum? Ich habe einen Baum vor der Funzel. Jetzt nicht mehr. Ey. Aber ich glaube, was wir definitiv machen müssen, ist, wir müssen das Teil, das Cockpit höher setzen. Wow! Au, au. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Das war da neben mir Also oder hinter mir. wenn du schneller fährst, gell, dann kann ich nicht mehr vor. Achso, ja, sorry. War mit Absicht. Ja, das ist mir klar, das ist mit Absicht. Ja. Boah. So, wie war das mit? Wir bauen uns einen Planeten. Ja. Was macht die Kröte eigentlich hier hinten? Ach, die Kröte ist weg. Scheiße. Quatsch. Ich hab die Kröte verloren. Wirklich jetzt? Ah, du. Oh. Aber ich gehe ja noch hin, Schön. Oh, mega. Oh, mega. Ach, Maffi, du wirst es nie lernen.
So, jetzt brauchst du keinen Sitz mehr machen, wir sind da. Macht aber Spaß. Ho, 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 ho. Bleib mal bitte kurz sitzen. Okay. Bleib mal bitte ganz kurz sitzen. Warte, könnte noch ein bisschen länger dauern. Heute ist wieder ein komischer Tag. Oh Mann. So. Aber wie er es auch noch voll geklopft hat, weißt du, dass die Kröte weg ist. So. Wo ist denn jetzt eigentlich der Punkt? Ach, dort. Guck ich auch schon völlig verkehrt. So, also. Wo war man hier? Willst du mit einem. Au, das sah böse aus. Nee, sieht gut aus. Ah, sieht man die sieht man eigentlich die Schneise, die Vernichtung, die wir gerade gerissen haben? Meinst du an den Rover? Was ist denn das da für ein Planet, der da gerade aufgeht? Ist das der Mars? Wo? Da hinten. Ja, ich denke. Krass. So, also hier ist Iron. Ich lass mal die Kröte ab, hä? Ja. Weil im Falle wegen Hydrogen und so. Genau. Also hier habe ich schon gebohrt. Wow, okay, das habe ich befürchtet. Was denn? Also wir können jetzt bei dem Teil Räder wechseln. Nein, Muffy, tu jetzt bitte nicht das Ding abdocken. Bitte nicht. Wieso? Nicht bei der Kröte. Guck mal auf den Rover, auf den Panzer. Oh. 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 Mehr fällt dir dazu nicht ein, ja? Oh. Nein. Das ist ja cool. Oh, ja. Das ist cool. Das ist überhaupt nicht cool. Das ist Mist. Was denkst du? 2 Meter weniger? Ja, machen wir mal 3 Meter. Ja. Also wir haben Aufbock Teil gemacht. Cool. Jetzt? Gut. Jupp. Ja, gut, okay. Beim Andocken müssen wir dann noch ein Stückchen weiter runter. Denk dran, erst die 6 drücken. Ich hab's gewusst. Ich habe es gewusst. Lass die 6 rück. What the fuck? Ja gut, aber aus Fehlern lernt man, finde ich. Also von daher, das ist jetzt gar nicht so schlimm. Ach, irgendwas muss immer kaputt gehen. Meine Fresse. Yo, Alter, was ist das für Scheiß? Kommen wir da jetzt rein? Ja, warte. Muss oben Cargo eingeben. Dann kannst du es reinschmeißen. Hä? WTF? Warum geht das nicht? Warum kann ich das nicht so reindroppen? Mit Doppelklick. Warum geht das nicht? Warum? So kann ich es so reinschmeißen. Warum ist eigentlich... Mal die Welder hier. Was? Die ganzen Welder und... Ja, ich hatte die schon mal komplett disassembled, aber irgendjemand hat die aber da hier und so, weil er dauernd stirbt. Ich bin nur einmal gestorben jetzt. Ja, dann haben wir jetzt einen Pisten. Das, was die Leute gesehen haben, Muffy. Ja, also. So. Ich geh mir auf jeden Fall Eisen holen. Ja. Ich muss die Anhängerkupplung dann nicht nochmal neu bauen, oder? Wir lassen uns was anderes einfallen. Autsch. Ja, mal gucken. Vielleicht baue ich sie für dich auch nochmal neu. Mal gucken. Autsch. Das war uncool. Willst du jetzt mit deinen... Wo ist denn jetzt eigentlich das Loch? Ach, hier. Willst du jetzt eigentlich mit deiner Drohne oder wollen wir es so jetzt holen? Ja, warte mal. Ich probiere mal was. Muss mal gucken. Also man... what? Was denn? WTF, was ist denn hier kaputt? Oh.
Also das war ich nicht. Ich auch nicht. Bin da nicht mal drauf. Abgefallen oder was? Kein. Ah, das hat keinen Strom mehr, oder? Weiß ich nicht. Ob es keinen Strom mehr hat. Bist du drin? Ja. Ja, ja, ich bin drin. Wow, wow, wow! Alter, was ist denn das schon wieder? Das Ding tut ja fast so, als wäre da Gyro aus. Der ist an. Ja, natürlich ist er an. Ist das Ding noch voll? Nicht, dass ich. Nee, es ist leer. Es ist leer, Muffy. Ich habe gerade geguckt. Aber das Teil tut fast so, als hätte es kein Gyro. Weil das treibt in irgendeine Seite. Das treibt hast ja noch. Du alles an? Hast du alles an? Was soll ich denn alles anhaben, Muffy? Jetzt. Das meinst du also mit Kippen? Ja. Ja, gut, auch für 13 Minuten brauchen die anfangen zu buddeln. Nee. Boah, ist das mega mies. Wow. Okay. Bin ich jetzt ready zum Locken oder was? Nee. Wieso sehe ich denn das nicht? Kann das sein, dass der eine Gyro nicht genug ist? Oh, jetzt. Hier ist es zu 8. Und 7. Alter, das ist ja total mies. Was ist denn das für eine Rotze? Ah, das Teil wurde auch angedockt, oder? Eigentlich ja. Ja, was hieß denn jetzt schon eigentlich? Naja, es war angedockt. Ach, wird das jemals hinkriegen hier? Ah, hier fehlt ein Thruster. Deswegen hat es so rumgezickt. Was fehlt da? Ein Thruster fehlt. Ach, deswegen war es so unruhig. Na, entweder hast du den schon verloren, wo du meinen warst, oder der ist jetzt kaputt gegangen. Das weiß ich aber eben nicht. Und das spielt ja auch keine Rolle. Wir sind ja nicht beim Strafgericht hier. Also das sind zwei Löcher jetzt, gell? Was? Das sind zwei Löcher jetzt. Zwei? Hm. Zwei Löcher. Zwei fette, riesengroße Löcher. Wo? Also Stein und... Oh. So, warte mal, da eine hin. Kann ich die überhaupt hier drauf pappen? Ne, geht nicht. Verdammt. Ja, wir könnten es so machen. Aber das wird vielleicht schon zu hoch sein. Ja, das wird definitiv zu hoch sein. Oder hier. So, das ganz einfach mal so. Die nehmen wir wieder weg.
Aber gab es für die Kleinen nicht auch noch größere Atmospheric Thruster? Nee, Das hä? kann ich dir nicht sagen. Ich glaube nicht, hä? Nee, für die Kleinen gab es bloß die. Okay. Gut, ja, man könnte jetzt noch mit Hydrogen arbeiten, aber da bin ich nicht so der Freund von. So, was brauche ich denn jetzt eigentlich alles? Also, Maffi, du verschuldigst mich mal bitte. Ich will mal kurz jetzt das Problem hier ausmerzen gerade. Weil es kann doch sein, dass der eine Gyro zu wenig ist, den ich hier dran gesetzt habe. Das kann auch sein. Gerade wenn das Ding voll ist, weißt du? Ja. Oder es fehlt wirklich halt die Richtung nach oben. Dass das zum Ausgleichen fehlt. Das kann auch sein. Weil ich meine, eigentlich wäre es ja sinnvoll, wenn man noch welche nach oben hat. Quatsch. Also die nach unten drücken, quasi, weißt du? Ja. Weil so kannst du das Teil ja auch bloß stabilisieren eigentlich. Ja, komm, dann mache ich einfach mal wieder zwei hier dran. Ich glaube, da brauche ich aber auch nicht mehr dran machen. Weil ich meine, das würde ja das Unruhige, würde das ja dann schon erklären. Ich meine, gut, nach links und rechts ist noch ein mehr, ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber dann machen wir das halt so, dass man hier. Kriege ich die hier rein? Ja. Die würde ich sogar da reinkriegen. Muss das nämlich so machen. Die schön verstecken. Zack. So. Weil nur der Gyro alleine gleicht das ja, glaube ich, nicht aus, oder? Wenn jetzt Richtung nach oben und. Also nach oben. Quatsch. Was jetzt nach unten drückt, nicht da ist, gleicht der Gyro das ja nicht alleine aus, oder? Nein, nein, nein. Klar, es ist Stromverbrauch, aber ich meine, irgendwo ist es ja doch. Irgendwo müsste es ja Sinn haben. Oh, deine scheiß Solarpanel. Hab ich schon das dritte Mal dran gerammelt. So, warte mal, ich brauche jetzt Construction, Motoren, ja, da sieht's bitchig aus mit Motoren. Computer, glaube ich. Und Small Steel da. So, für den Rest muss ich dann noch mal wiederkommen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ich alles brauche. Ah, Large Steel Wars und Metal Grids, okay, alles klar. Large Steel und Metal Grids. So nicht an oder was ist hier mit? Was? Was los, Muffy? Ah, okay. Nee, ich muss anschmeißen. Was musst du Zum anschmeißen? Survival-Kit. Achso. Survival-Kit. War der aus? Ja, am Rover, ja. Achso. Hast du den ausgemacht? Eigentlich nicht. Okay, sehr komisch. Aber wir haben kein Eis mehr, hä? Schon wieder. Braucht doch bloß 10 Stück davon. Was war's denn jetzt noch? Die hier. Okay, da bin ich auch schon wieder voll. Also wenn du mich jetzt mal kurz schreien hörst, dann war mein Treibstoff alle. Ach, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Da fehlen jetzt noch Construction oder was? Das ist ja nervig. So. Also, gleich nochmal Construction mitnehmen. Boah, Mist, was war denn das jetzt noch?
Oh, ich hab's schon wieder vergessen. Muffy. Was? Ach, Motoren. Muss ich nochmal anschmeißen. Die Motoren, es waren alle. Ich wollte gerade sagen, haben wir kein Eisen mehr? Nicht, hallo? Bin ja die ganze Zeit am... Au! Am wow! Was denn? Du solltest nicht durch das Grid springen. Ich habe noch 18 HP. Ich muss in meine Kreio. Es geht nicht mehr. Ich muss weg. Weil... Ich kann nicht. Ja, lass den Muffy mal arbeiten. Der macht das schon. Ja. Guck mal, wie viel Kilo ich geholt habe. Was? Wie viel Kilo? Was? Hä? Wie viel Cars? Wie viel Cars? Weiß ich doch nicht. Hab doch noch nichts gemacht. Ich glaube, das geht schnell. Ey, wir brauchen hier oben unbedingt noch eine Medbay, ey. Vor allen Dingen, Alter, was machst du für Löcher? Ist ja grauenhaft, du. So. Aber ich muss sagen, für die erste Fahrt war es eigentlich nicht schlecht, oder? Ja. Gut, für den Baumbestand hier beschissen, aber... Für den Baumbestand beschissen, für... Also die Flora und Fauna, aber wir haben dadurch mehr Platz und können gleich fette Straßen anlegen. Ja. Wir brauchen unbedingt, Was denn? Unser schwarzes Petroleum. Was? Du meinst Uran oder was? Genau, schwarzes Gold. Schwarzes Gold. Wir könnten ja theoretisch an den Rover noch einen großen Ohrdetektor dran klatschen. Und dann mal so ein bisschen durch die Gegend fahren, weißt du? Das können wir machen. Also quasi dann ab und zu mal da und hier anhalten, zwecks wegen Eis und so, dass wir hier das Ding wieder ein bisschen laden können. Ja. Nee. Aber so. Oh, hier ist noch Hydrogen drin. Was machen wir mit der Kröte? Was wollen wir mit der Kröte machen? Weiß ich nicht. Die kannst du jetzt immer dran tackern. Ach so, ja, das stimmt. Das ist natürlich doof. Na, wollen wir die hier lassen oder? Naja, wäre ja eigentlich schon Schwachsinn. Was hier lassen? Ja, hier lassen wir schon Schwachsinn, finde ich. Okay. Also irgendwie ist er mir ja doch schon ans Herz gewachsen. Nein, erstmal hier lassen. Ja, ich meine, wir haben die Location noch. Du meinst erstmal, ja, wir können sie auch erstmal hier lassen. Das ist richtig, haben wir einen Stromfresser weniger. Gebe ich dir ja völlig recht. Sehe ich genauso wie du. Kann ich die jetzt eigentlich gleich anwählen? Nee, was denn? Was denn? Du hast es doch gerade selber gesagt, Alter. Na, die hier lassen ja, aber nicht, weil sie Strom frisst. Ja, im Prinzip ist es ein Stromfresser. Nein! Mensch, Muffy. Ja. So, jetzt muss ich erstmal, bevor das Teil völlig alle ist, für 8 Stunden hat es noch Strom. Ist der Inventory voll? Ich hab doch gar nichts gemacht. So, wo sind jetzt die Truster? Da sind die Truster. Aus, 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 aus und aus. So, dann dazu. Dazu, 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 dazu. Und save. Und ab dafür. So. Gut, jetzt haben wir noch für 14 Stunden Strom. Das zählt jetzt aber, glaube ich, für das gesamte Teil. Und dann aber auch bloß, weil jetzt der Assembler mitläuft. Die Refinery und der Assembler. Und jetzt ist gerade die Frage, ist das Ding jetzt leer? Oder ist es noch... Achso, stimmt ja, ja, Quatsch. Muss ja auch so denken. Warte mal, 3 Tare. Das war jetzt quasi alles. So, machen wir mal an und heben mal ab.
Ja gut, Muffy, nee, das wird nichts. Das Teil hat für 9 Minuten Strom. Oh Mann. Wow, was war das? Das klang jetzt nicht war cool. Was nicht. Das klang jetzt nicht gut. Ich hoffe mal, ich war das jetzt nicht. Ja, da gerade irgendwas geknallt, oder? Das hast du da auch gehört, oder nicht? Ja. Aber die Truster können das nicht gewesen sein, weil das war eigentlich weit genug weg. Hä? Gruselig. Absolut gruselig. Au. Also ich glaube, wir machen jetzt erstmal noch ein bisschen. Oh, ich sehe gerade, ich habe einen Live-Zuschauer. Der hört mich eh nicht. So, wir sollten vielleicht mal. Wir machen jetzt mal quasi noch, wir sind ja quasi schon wieder am Folgenende jetzt. Ich habe jetzt zwar nicht viel mitgeformt, dafür werden wir jetzt offscreen noch ein bisschen mehr formen. Und ja, uns mal einen Kopf machen, wie wir das hier weiter auf die Reihe kriegen, weil wir müssen das Teil ja echt mal laden irgendwie. Vor allem auch das ganze Gerät. Ja. Wir können jetzt aber auch nicht die ganze Zeit einfach nur mal Eis. Das funktioniert ja auch nicht, weil das ist alles langwieriger Prozess. Muffy steht da oben rum. Und ja, ich glaube, ich baue noch mal eine neue Anhängerkupplung und dann werden wir sehen. Müssen wir das halt dem Terrain anpassen, dann müssen wir uns halt Schritt für Schritt dann vorarbeiten, wenn wir das Ding ablassen. Oder wenn es nicht so hoch ist, kannst du es ja gleich ablassen und dann können wir den dann ja darauf einstellen. Ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen Eisen hier hochholen, was du schon freigelegt hast. Ja. Hast du die anderen Quellen eigentlich auch schon freigelegt? Nee. Weil ich meine so ein bisschen, was war hier noch? Nickel und Kobalt. Ich meine, das ist ja okay, ein schlechter Stuff. Ja. Also von daher. Ja, gut, Mafia, da würde ich mal sagen, wir machen das jetzt so. Wir simulieren mal noch ein bisschen und dann gucken wir mal weiter. He? Genau so machen wir. Würde ich jetzt mal sagen. Und ich habe einen langen Arm. Und ich komme trotzdem nicht. Ah, leck mich doch. So, bitteschön. Bitteschön. Genau. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir das so. Ich könnte mal den Pisten vielleicht noch ein bisschen ausfahren, dass man da besser rankommt. Weil da könnte man nämlich auch das Zeug gleich hier unten reinschmeißen, dass sich dann das Zeug das alles selber zieht. Gut, aber ich schweife schon wieder ab. Ne, man könnte den Pisten mal noch ein Stück ablassen, das habe ich eigentlich gemeint. Komme ich da? Ah, warte mal. Habe ich auch gemacht. Ich komme sogar. Ach so, nee. Ich komme sogar ran an den Pisten. Wo ist er denn? Lelelelelelel. Ach ne, das war der Pistenhead. Wo ist denn jetzt dieser verfluchte Pisten? Pisten, da ist er doch. So, ich lasse ihn jetzt mal auf 2 Meter rankommen. Hä? Und das hätte für deine Kröte locker gereicht. Also 2,5 denke ich mal eher. Naja, egal. Passt jetzt, passiert so. So, wir werden jetzt noch ein bisschen Stuff besorgen und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss! Ciao, ciao.